Also wir gehen jetzt Richtung McDonald's, ne? Weil ich will ja den neuen McDonald's-Burger testen. Blöde manchmal in Hamburg ist, es gibt hier, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 10, 15 McDonald's so, aber es gibt da so, also sag ich mal, nur 2, 3, die immer die neuesten Sachen direkt haben. Die anderen sind immer so, die brauchen immer ewig lange, was Neues rauskommt. Und der Burger, den wir heute testen, der ist ja auch ziemlich frisch. Der ist ja erst vor 3 Tagen rausgekommen, glaube ich, ungefähr. Und ich würde den halt super gern jetzt noch testen. Der ist auch nur Aktion-Ding. Der ist halt auch nur, das sind halt 2 Burger. Irgendwie Grand Supreme Bacon und Grand Supreme Cheese Barbecue. Ja, so ähnlich, hast du mir aufgeschrieben auf jeden Fall. Und die beiden würde ich gerne haben. Hör mal, guck, wie lecker die sind, ne? Die wollen halt auf so Supreme-mäßig, ne? Da musst du erstmal diese Modemarke denken, ne? Aber anscheinend wollen die ein bisschen so auf Premium-Burger machen. Ich weiß den Preis gar nicht. Ich bin gespannt, wenn die jetzt wirklich auf Premium machen wollen, wie teuer es dann ist. Ich hoffe, es ist lecker. Weißt du, ist immer ganz ehrlich, der teuerste Burger McDonald's habe ich mal geholt, hat 8 Euro gekostet. Und, Digga, McDonald's für 8 Euro ist kein Burger McDonald's für 8 Euro wert. So. Weil das ist halt im Ende des Tages trotzdem McDonald's, ne? Und da will ich keine 8 Euro ausgeben. Bin aber gespannt, wie teuer der ist. Ich schätze mal 5, 6 Euro vielleicht. Ich hole ihn auch einzeln nicht als Menü. Weil ich will ja, was brauche ich? Ich will jetzt kein Menü haben hier. Vor allem am Menü kriegt man nochmal Softgetränke dazu, Leute. Und ich muss sagen, Softgetränke gehen mir auf die Nuss. Grand, irgendwas mit Grand Bacon. Das wird schon stehen, weißt du? Deswegen mache ich mir keine Sorge. Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben. Ah, ich habe den Zettel voraus vergessen. Ah, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ey, Alter. So richtig oldschool auf Zettel. Grand Cheese, genau. Grand Cheese und Bacon. Bacon Cheese oder so. Ach, geil. Wird schon nice. Grand Barbecue Cheese, genau. Cry, du dickes Schwein, was du weißt. Hoffentlich wirst du wieder verfolgt. Ach Quatsch. Mir ist ja im Stream leider schon ein, zwei Mal passiert, dass ich verfolgt worden bin, dass ich von Leuten fremden Betrunken angemacht worden bin und so. Das Coole ist allerdings bei den Sachen immer, das passiert erst live. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen lohnt sich dann jedenfalls, dass ihr das live mitverfolgt. Was dein Lieblingsburger, Mac ist? Boi. Hui, hui, hui. Was ist euer Lieblingsburger? Ich würde sagen, Big Mac safe. Ja, doch, ich muss an den Big Mac gehen. Ist klassisch, ist nichts Besonderes jetzt vielleicht so, aber die Soße von Big Mac ist einfach herrlich. Fleisch, klar, ein bisschen Ratte so, aber ich sag, ich gehe mir den Klassiker Big Mac, würde ich sagen. Klassischer Burger. Ja, der Cheeseburger, der wird. Aber Mac ist schwierig. Ich hatte gerade den 1955 Burger. 1955 Burger, den kenne ich aber nicht. Den veganen Burger von Burger sind zu. Ja, ich muss echt sagen, ne? Guck mal, McDonald's hat immer so einen leichten Vorsprung gehabt, weißt du, weil McDonald's hat immer so neue Kreationen gebracht. Man dachte sich so, wow, so diese Automaten, wo man bestellen kann und. McDonald's hat echt coole Sachen. Aber so vegan, was so vegan angeht, da haben sie Unge wirklich im Griff, weil die veganen Sachen bei Burger King sind wirklich gut. Also wirklich, die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich einfach mal lassen. Meine Freunde essen immer die Tomaten, die ich beim Essen nicht esse. Ey, cool, so mach ich's auch oft. Mein Kollege, ich habe glaube ich keinen in meinem engeren Umkreis, der Tomaten auch hasst, leider. Darum freue ich mich immer mit euch zum Beispiel zu reden, weil viele von euch hassen Tomaten auch. Dann fühle ich mich verbunden. Dann schwöre ich, dass es auch gute Menschen in der Welt gibt. Oder Tomaten anbraten mit Sucuk. Na, weißt du was? Ich warte einfach meinen Sucuk an. Ohne Tomaten und schwör, mir geht's gut. Vor allem, ich muss sagen, ich liebe die Türken, das türkische Essen, ne? Aber die Türken, die lieben Tomaten, ne? Ich würde jetzt eine. Was ist das denn mit M? Nicht mehr M. Das ist leider Tomaten. Ich schwör, sonst sah es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Menemen, genau. Magst du eine Tomatensauce? Doch, ja schon. Also, gut, Tomatensauce ist auch was anderes. Weil, guck mal, Tomatensauce in Bolognese ist natürlich lecker, weil das auch gut verarbeitet ist und hier und da. Aber so eine rohe Tomate oder Scheibe, da kannst du mich am Arsch lecken. Meine ganze Familie liebt leider Tomaten. Also wirklich, keiner ist mit meinem Team so. Mein Vater, ich habe mal aus Spaß für ein Video Tomatensaft getrunken. Mein Vater hat mir 2 Tomatensaftpackung gekauft, weil er dachte, ich mag Tomaten. Also mein Vater, leider nicht so gut aufgepasst in der Kindheit. Ich habe eine Frage an euch, Fettsäcke. Kann man in den McDrive zu Fuß oder darf man das nicht? Weil der Laden, wo wir jetzt reingehen gleich, also McDonald's, da sind die immer so richtig zimperlich, wenn ich filme. Dann sagen die immer so, ja, Kamera aus und zeigen. Ach, die sind immer, also bei McDonald's, was McDonald's filmen angeht, ist wirklich scheiße. Da sind die immer so richtig so aus und blablabla. Deswegen überlege ich, im McDrive immer zu Fuß zu gehen und zu sagen, yo, Burger her. Weil da kann ich weiter filmen. Viele sagen ja, aber ich habe auch 1, 2, 1 gelesen. Kannst du mal deinen ersten Döner essen? Mein erster Döner, Digga. Mein erster Döner, meine erste Döner-Erfahrung ist, dass mein Vater Döner mitgebracht hat. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, weil mein erster Döner selber war, so selber am Dönermann. Weißt du, mein Vater hat mal Döner mit nach Hause gebracht. Der hat er mal gekauft auf der Reeperbahn. Das weiß ich noch. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber er war meiner Mutter da. Auch das hört sich auch nochmal falsch an, aber er war meiner Mutter auf der Reeperbahn und dann hat Döner mitgebracht. Das weiß ich auch noch. Hast du die Donuts noch gegessen? Ja, zur Hälfte, sag ich ehrlich. Den Rest hat mein Vater ihn geworfen. Der fand's lecker, war zu viel Zucker. Früher war für mich Döner riesen Highlight. Ich weiß noch, da bin ich so raus gewesen als Kind halt, ne? Und plötzlich, mein Vater kam so mit diesen Alufolien-Dingern, ne? Das ist meine, und dann war so Döner drin. Ich dann so, oh, oder hab ich mich gefreut. Ui, da vorne, ich sehe McDonald's schon, ich sehe schon das gelbe. Aber das ist auch krass, ne? Dieses gelbe M, das so ins Auge sticht. Da vorne, ich sehe es schon. Hey, ging doch schneller als gedacht. Jetzt müssen wir zum Drive-In. Also gehen wir einmal rum. Das heißt, ich werde euch gleich auch wahrscheinlich noch ein bisschen runter machen. Also die Kamera ein bisschen runter machen, auch das Licht wegnehmen. Also wenn ich da so mit einem kampen Handy hingehe und dann sagen die so, was filmst du wieder? Ach, so nervig. Ne? Immer dieses, dass man, ich kann es verstehen, dass sie nicht wollen, dass man filmt und so, aber. Ah, komm schon. Was soll passieren? Hier ist McDonald's. McDonald's. Wir sind da. Es gibt auch McDrive, da seht ihr, ne? Okay, ich gehe jetzt mal, glaube ich. Also viele schreiben Drive-In. Ich gehe jetzt mal in den McDrive oder Drive-In, wie auch immer. Und so mir am besten. Ich probiere jetzt hier reinzugehen. Oh Gott. Das ist unangenehm, einen McDrive zu Fuß zu gehen, Alter. Ich fühle mich da richtig falsch mit. Oh Gott, ich darf das, ne? Ich hoffe, die sagen jetzt nicht, geh zurück. Geh zurück, Fettsack. Okay, hier antwortet keiner. Ach, Digga, ich komme mir so bescheuert, vor hier zu stehen, ne? Hallo? Ich komme mir behindert vor hier zu stehen, Mann. Ja, hallo. Hier geht nichts, Alter. Ich muss doch reingehen. Beim Reingehen ist das Problem, das Internet stürzt gerne mal ab. Das heißt, wenn der Stream jetzt abstürzen sollte, dann macht euch keine Sorgen. Ich bin in ungefähr 5 Minuten zurück. Ich bestelle dann die Burger schnell und dann komme ich raus. Wenn es abstürzt. Wenn nicht, dann ist alles gut. Achso. Den nein oder den ja? Den noch nicht.
Oh, es ist nicht mehr, ich hasse. Guck mal, es liegt halt wirklich nicht an mir, es liegt an euch. Nein, es liegt halt wirklich an dem scheiß Internet, weil immer wenn ich in einem scheiß Gebäude bin oder Raum, wie auch immer, dann bricht jedes Mal Internet ab. Deswegen freue ich mich auf die scheiß Autostreams, weil da kann ich eine McDrive fahren und werde ich ignoriert. Ey, ich wurde ignoriert, was sollte denn das? Einfach so, hallo, ihr habt mich alle verarscht, ihr meint, da kann man zu Fuß rein. Ja, konnte man leider nicht. Ne, also zu Fuß kommt man schnell da nicht rein. Leider sehr blöd. Naja, ich habe immer die Burger, ne? Ich habe die Burger. Was glaubt ihr, Leute? Wie teuer war es? Was glaubt ihr, habe ich gezahlt für einen Burger? Nicht für beide, für einen Burger. Was glaubt ihr, muss ich da zahlen? Ich kann so viel sagen, im Menü hat es 9 Euro gekostet. Jemand schreibt hier auch 6, 9, 10, 15, 20. Hey, hallo Leute, so teuer war es jetzt auch nicht. Also es hat 6,50 gekostet pro Burger. Also wenn es wirklich gut schmeckt, ja, war 6,50 für einen Burger schon ein hartes Stück. Also wir haben jetzt einen Bacon und wir meinen, oh, die sind aber schon schön, ne? Also schön eingepackt. Ich zeige euch mal. Das ist der Burger, ne? Neue Verpackung. Ja, was mich gerade irritiert, ne? Früher war McDonald's ja so, ihr wisst schon, richtig so eine Packung. Jetzt ist einfach nur so eins. Vielleicht wegen Umwelt oder sowas. Vielleicht ist es besser oder sowas. Aber ja, so, nehmen wir raus. Oh, da ist die Soße, die ich gesehen habe. Ich muss sagen, das Brot ist auch schon mal ganz hübsch. Also schon mal so ein hübsches Brot, nicht so ein Lapp. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. Und nochmal nein. Was ist denn das? Vor allem, warte mal kurz, hier ist keine Soße, oder? Hier ist so ein normaler Käse, kein Cheddar oder sowas. Da ist Bacon und da ist die Soße. Ah. Aber hier ist keine Soße. Aber obwohl da oben. Da oben hast du Salzgurken, da hast du Soße. Jo, jo, jo. Was sagt er zum Aussehen? Würde sagen, der ist schmackhaft. Ich muss sagen, der ist hübsch. Das ist jetzt keine 10 von 10, aber ist doch ein hübscher Burger. Ja, die Soße gefällt mir, weißt du? Hier so ein bisschen Sauce. Schau mal, wie es schmeckt. Ich werde jetzt ordentlich schmatzen, Leute. Deswegen fickt euch. Es wird ordentlich geschmatzt jetzt. Ich muss hier genau in diese Soßenecke will ich rein. Wow, also Salzgurken spürst du brutal. Die Soße ist ein bisschen scharf. Moment, von links, von links, von links. Wow, also. Boah, oh. Oh, oh, oh. Er ist echt trocken. Also. Oh, Junge, ich hab nichts zu trinken dabei. Und da ist schon Soße drauf. Aber da hätten sie mal mehr Soße drauf tun sollen. Der ist echt scheiße trocken, Mann. Was ich aber sagen muss, es schmeckt nicht wie dieses typische McDonald's-Fleisch. Es schmeckt wirklich ein bisschen besser. Besser als diese typischen McDonald's-Fleisches, die immer so labbrig geschmeckt haben. Das Fleisch ist wirklich ein bisschen besser. Vielleicht haben sie diesmal einen echten Menschen genommen. Von 1 bis 10, muss ich sagen, der ist staubtrocken. Also wirklich, der ist so trocken, ne? Obwohl da ein bisschen Soße drauf ist. Aber da haben die unnötig gegeizt. Da hätte ich mehr Soße genommen. Ich meine, Soße ist das Billigste wahrscheinlich. Der Bacon ist, ja, der ist echt so, vielleicht eine 5, vielleicht eine 6, aber ich würde sagen eher eine 5,5 so. Vielleicht holst du der mit Käse richtig raus. Oh, da ist Barbecue-Soße drauf. Ah, so wollen sie mich also rumkriegen, ne? Aber das Ding ist, ich muss sagen, ich liebe halt Cheddar-Käse. Wisst ihr, was ich meine? Mit Cheddar-Käse holst du mich ab. Der hat doch gar nicht mehr Käse drauf, oder? Der hat noch mehr Tomaten drauf. Ah nein, keine Tomaten. Wow, wow, was ein Burger ohne Tomaten. Warum haben die hier keine Soße hingemacht? Wow, Digga. Du hast überkrass die Barbecue. Und mach mal Tüte. Komm zurück! Die Tüte, ich muss sie gleich aufheben. Der schmeckt schon mehr nach Käse, aber du hast ja keine Tomate, das ist schon direkt mal positiv. Nein, aber wirklich, Moment. Ganz ehrlich, soll ich anlügen? Nee, das ist irgendwie. Irgendwie ist der Burger ein bisschen besser, aber auch nicht krass, Mann. Bruder, warum geilst du so? 6,50? Mach doch mal ein bisschen Soße rauf, Digga. Was ist denn das? Thank you.